Ich denke, viele von euch werden so manch gruselige Geschichte zur Weihnachtszeit kennen. Ich rede da über diese typischen boshaften Kreaturen, die häufig den Nikolaus begleiten. Sei es nun Knecht Ruprecht, der vor allem in Norddeutschland vorkommt, ein Mann, der zusammen mit dem Nikolaus umherstreift und böse Kinder bestraft. Oder der Krampus, eine grauenhafte, dämonische Kreatur, die vor allem in Süddeutschland und Österreich bekannt ist und dort eben böse Kinder nicht einfach nur bestraft, sondern verschleppt in die Hölle mit runterzieht und teilweise sogar verspeisen soll. Letztendlich gibt es unfassbar viele wirklich gruselige Geschichten, die im Zusammenhang stehen mit Weihnachten. Doch eine Geschichte und eine Legende, die teilweise auf wahren Begebenheiten beruht, ist gruseliger als alle anderen. Und zwar geht es hierbei um die Legende von Hans Trapp, der Weihnachtsvogelscheuche, wie er häufig bezeichnet wird. Und so seltsam dieser Name jetzt klingt, die Weihnachtsvogelscheuche, umso grausamer und schrecklicher ist diese Geschichte, die dahinter steckt. Deswegen jetzt kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend, möchte ich euch noch einmal von dieser schrecklichen Geschichte berichten. Zunächst, was genau ist hier passiert? Wer ist Hans Trapp aus dieser Geschichte? Das Ganze spielt im Mittelalter, kurz vor dem Jahr 1500 ungefähr, und damals soll es einen sehr gut betuchten reichen Mann gegeben haben, der Hans Trapp hieß. Dies war eben ein Mann, der sehr angesehen gewesen ist. Er war ein Ritter gewesen, der allgemein ein sehr hohes Ansehen genoss bei der Bevölkerung, aber auch bei allen möglichen anderen Leuten. Es war also an sich alles ziemlich gut gewesen und er baute seine Macht und sein Wohlhaben immer und immer weiter aus. Doch wie es so häufig ist bei Menschen, wurde die Gier von ihm nach immer und immer mehr Macht und mehr Geld irgendwann so groß, dass er sich entschieden hatte, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Er bat den Teufel selbst, dass er eben mehr Macht noch haben wollte, doch dieser Plan ging nach hinten los. Denn auch wenn er den Teufel fragte, ob er mehr Macht bekam, bekam der Papst von dieser ganzen Situation mit. Und als der Papst hörte, dass dieser reiche Ritter, dieser wohlhabende Mann tatsächlich Deals mit dem Teufel einging, entschied er sich, ihn von der Religion vom Christentum auszuschließen. Er wurde also quasi aus der christlichen Kirche geworfen, doch nicht nur das, er musste auch seinen Wohnort verlassen. Er wurde also aus unterschiedlichsten Städten, eigentlich aus allen Städten, die es so in der süddeutschen Region gab, verbannt. Der Papst sprach das Machtwort aus und Hans Trapp, obwohl er so einflussreich gewesen ist, blieb nichts anderes übrig, als dem Willen des Papstes Folge zu leisten. Da er nun aber nicht mehr in irgendeine Stadt ziehen konnte, blieb ihm nur eine andere Möglichkeit. Und zwar musste er in die Wälder und in die Berge Bayerns ziehen. Dort eben abseits von Städten und Zivilisation fand er eine Höhle, wo er sich ein kleines Zuhause baute. Er lebte also zurückgezogen, abgeschottet von allen Menschen, ganz alleine in den Bergen Bayerns. Doch das Ganze ist vielleicht eine schlimme Geschichte für Hans Trapp selbst, doch schrecklich für andere wird sie jetzt. Denn es gibt keine klaren Erklärungen, warum das Folgende passiert ist. Aber während Hans Trapp so dort war, eben in den Bergen Bayerns, bekam er auf einmal eine seltsame Gier, ein seltsames Gelüst, und zwar nach Menschenfleisch. Auf einmal bekam er in sich den Wunsch, dass er unbedingt Menschenfleisch essen will, und er hatte einen ganz besonderen Plan ausgetüftelt. Denn er verkleidete sich als Vogelscheuche. Diese typischen Vogelscheuchen, die wahrscheinlich jeder von irgendwelchen Feldern kennt oder zumindest aus Filmen. Das heißt also, er stopfte sich ganz viel Stroh in seine Klamotten und setzte sich auch einen Hut auf, sodass er komplett aussah wie eine reguläre Vogelscheuche. Nichts, was irgendwie seltsam oder auffallend wäre. Und als diese Vogelscheuche verkleidet, stellte er sich dann auf abgelegene Wege und stand einfach starr und still an der Seite. So lange, bis sein Opfer vorbeikam. Und seine Opfer waren immer die gleichen Arten. Und zwar wartete er immer, bis Kinder an ihm vorbeigingen. Sollten Kinder an ihm vorbeikommen, die nichts Böses ahnen und einfach nur den Weg entlang gingen, dann schlug er zu. Er schnappte sich die Kinder und tat ihnen schreckliche Dinge an. Er soll angeblich all diese Kinder mitgenommen haben, mitgeschliffen haben, in seine Höhle.
Und in seiner Höhle, so gibt es eine Geschichte, soll er sie dann in kleine Stücke geschnitten haben, überm Feuer geröstet haben und sie dann anschließend gegessen haben. Und dies war das, was er immer machen wollte. Immer wieder machte er Jagd auf Kinder, die eben einfach nur den Weg entlang gingen, so lange, bis irgendwann Gott selbst laut dieser Geschichte davon mitgekriegt hatte und sich entschied, dass er diesem Treiben ein Ende setzen muss. Und er tat dies, indem er eben einen Blitz vom Himmel runterfahren ließ, und dieser Blitz schlug genau auf Hans Trapp ein und beseitigte ihn auf der Stelle. Sobald der Blitz eingeschlagen war, war es das für ihn gewesen, jedoch nicht ganz. Denn obwohl er eben eigentlich nicht mehr am Leben war, entwickelte sich auf einmal das Gerücht in Süddeutschland und in gewissen Regionen Frankreichs, dass der Geist von Hans Trapp weiterhin lebt. Es heißt also, dass dieser Geist von diesem Mann, der später besessen war vom menschlichen Fleisch, weiterhin existieren soll, und tatsächlich soll er angeblich sich in der Nähe des Nikolauses immer aufhalten und zu Weihnachten Jagd auf unartige Kinder machen. Das bedeutet, seit Jahrhunderten erzählen Eltern ihren Kindern Geschichten, dass, wenn sie nicht artig sind in der Weihnachtszeit oder das ganze Jahr über, genau dann würde eben Hans Trapp auftauchen, dieser böse Geist, sie schnappen, entführen, in die Berge Bayerns bringen und das mit ihnen tun, was er zuvor schon anderen Kindern angetan hatte. Dies ist eine wirklich grausame und gruselige Legende, die tatsächlich Kindern erzählt wurde und teilweise sogar noch wird. Denn diese Geschichte ist weiterhin extrem bekannt in Teilen von Frankreich. Auf jeden Fall, diese Geschichte wirkt erstmal nur wie eine Legende, eine simple Geschichte ohne irgendeinen Halt, ohne irgendeine Logik dahinter. Doch tatsächlich beruht sie auf einer wahren Geschichte und vor allem beruht sie auf einem wahren Mann. Doch nicht alles hier stimmt zu 100%. Denn tatsächlich, diesen Ritter namens Hans Trapp gab es wirklich einmal und er lebte ungefähr um das Jahr 1500 herum. Er war ein recht angesehener und nobler Ritter, er hatte viel Geld und viel Kontrolle über unterschiedliche Gebiete in Deutschland. Das Besondere war hierbei aber gewesen, dass er tatsächlich auch in einen Streit verfiel, aber nicht erst direkt mit dem Papst, sondern tatsächlich mit einem Abt, der eben andere Regionen kontrollierte. Die beiden stritten sich um gewisse Regionen, wo beide Anspruch darauf erhoben, und als sie sich nicht einigen konnten, kam es zu kleineren Auseinandersetzungen, die teilweise katastrophale Folgen hatten. So hatte sich zum Beispiel Hans Trapp entschieden, dass er ein Dorf nicht mehr mit Wasser beliefern wollte und baute deswegen einen Staudamm. Denn dieses Dorf, was er nicht mehr beliefern wollte, unterstand damals dem Abt. Das bedeutet also, dieses Dorf wurde quasi ausgetrocknet. Der Abt war daraufhin wütend und entschied sich, den Damm wieder einzureißen. Da das Wasser dahinter aber schon so hoch gestaut war, gab es eine Überflutung, die eben viele Häuser in der Stadt, die ausgetrocknet war, zerstörte. Auf jeden Fall kam es eben zu einem stärkeren Streit zwischen den beiden, wo sich später sogar der Papst einschaltete und Hans Trapp zu seinem Hof berief. Doch Hans Trapp tauchte nicht auf und schrieb sogar einen Brief an den Papst, wo er ihm eben vorwarf, dass er unterschiedlichste Dinge einfach nur nach Wünschen des Abtes machte, dass er also befangen wäre. Auf jeden Fall kam es dazu, dass Hans Trapp auch aus der Kirche ausgegrenzt wurde, aber er lebte danach ein ganz normales Leben. Diese ganze Geschichte von dem Menschenfresser, der sich als Vogelscheuche verkleidet, ist nichts als freie Erfindung. Jedenfalls gibt es keinerlei Quellen, die bisher gefunden werden konnten, die das Ganze irgendwie belegen würden. Aber nach dem Tod von Hans Trapp gab es tatsächlich direkt schon die Geschichte und die Gerüchte, dass sein Geist immer noch leben soll und auf der Jagd ist nach unartigen Kindern. Schon damals gab es die Geschichte, dass eben der Geist von Hans Trapp zusammen mit dem Nikolaus umherreist und bösartige Kinder bestraft. Wie genau er sie bestraft, wird aber nicht gesagt. Der Fakt alleine ließ viele Leute darauf schließen, dass Hans Trapp irgendetwas Schreckliches getan haben muss, da man ansonsten diese Gerüchte wahrscheinlich niemals erfunden hätte. Aber das ist die wohl gruseligste und die wohl verstörendste Weihnachtslegende, die es überhaupt gibt. Die gruseligste Geschichte, die Kindern erzählt wird, damit sie brav bleiben. Von einem Mann, der in den Bergen Bayerns lebte und Kinder aß. Ich wollte euch einfach mal diese schöne, besinnliche Geschichte erzählen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.